Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Part von Ocarina of Time. Ja, ich weiß, manch einer unter euch wundert sich jetzt eventuell, weil ich im letzten Part ja noch in dem Tempel herumstand und in diesem Part nicht mehr. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich will mir jetzt endlich das verdammte Bikoron-Schwert holen. Ich habe keine Lust mehr auf das Master-Schwert. Es ist so schwach und lame. Ich will endlich mein cooles Schwert haben. Deswegen werden wir die Bikoron-Schwert-Quest diesen Part hier machen. Ich hoffe, die schaffe ich überhaupt in einem Part, aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Aber vorher möchte ich noch zu den Skulltula-Männern, denn ich glaube, der hat was für mich. Der Fluch ist von mir genommen, tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Oh yay, der Stein des Wissens. Benutzt du ab jetzt dein Rumble-Feature, reagiert es auf naheliegende Geheimnisse. Ja, der Stein ist... Sagen wir, wie es ist, der ist ziemlich für den Arsch. Ich werde euch aber dann auch bei Gelegenheit mal zeigen, wo der was bringt. Wenn man das Rumble Pack nicht anhat, wird dann Navi übrigens an den Stellen, an denen es eigentlich rumbeln würde, dann grün. Kleiner Fun Fact. Ist halt ziemlich für den Arsch, das Teil, deswegen. Ja. Wir haben ihn und das war's. Aber, falls ihr euch noch erinnert, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit das Anti-Allergen, das sagt man nicht so, das Anti-Allergiker-Dingenshuhn namens Kiki bekommen. Und das brauchen wir jetzt, weil das hat mit der Allergie nichts zu tun, aber der gute Talon hier, der schläft und das ist nicht cool. Wach auf, Mann! Ey, was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Du hast Marlon gerettet, danke. Dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. Du hast Marlon gerettet, okay. Ich glaube, das war jetzt alles, was man mit dem Huhn machen kann, oder? Ich meine, das war alles. Jetzt kann ich es, glaube ich, wieder zu der einen Frau zurückgeben, zu der Hühnerlady. Ich hoffe, das war so. Shit. Ich hoffe, ich komme die Quest jetzt irgendwie gestartet. Das wäre ziemlich vorteilhaft. Hallo? Bitte sorge gut für Kiki, okay? Ich habe gut für Kiki gesorgt. Oh, Kiki sieht ja sehr gesund aus. Und sieht sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Das hast du gut gemacht. Alter, bin ich ein Hund? Ich werde dir ein sehr seltenes Hütchen mitgeben, wenn du willst. Ich nenne es Henny. Und ihr sagt, meine Spitznamen im Pokémon sind unkreativ. Wenigstens nenne ich die Viecher nicht so, gebe ich ihnen nicht solche Namen wie Hundi oder Henny. Das ist unkreativ, nicht ich. Es hat einmal meine Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus, nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Ja. Hallo Henny. Du hast Kiki zurückgegeben und dafür Henny bekommen. Was für bescheuerte Namen. Im Gegensatz zu anderen Hühnern kräht Henny selten. Wow. Das klingt aber spannend. Ich kann es ja kaum erwarten, mit diesem spannenden Huhn namens Henny auf Abenteuerreise zu gehen. Zum Glück weiß ich aber, wo sich ihr längst verschollener Bruder rumtreibt. Kleiner Funfact, ihr Bruder ist der eine depressive Typ, der nachts, da man ein Kind war, immer in Kakariko rumgehangen hat und... Das Kakariko, stimmt schon. Ja, der immer in Kakariko rumgehangen hat und gesagt hat, dass er alle Menschen hasst, weil sie widerlich sind. Das ist ihr Bruder, den müssen wir jetzt irgendwo finden. Der hat sich irgendwo versteckt, die Frage ist nur, wo? Ja, wir werden es herausfinden. Das heißt, ich weiß es eigentlich schon. Zumindest laut meiner Erinnerung meine ich mich zu erinnern, zu wissen, wo der war. Och, Epona. Epona, stell dich nicht so an, das ist ein Berg, den kannst du auch runterspringen. Und zwar versteckt er sich, soweit ich weiß, in den verlorenen Wäldern. Da, wo man als kleines Kind auf das Horrorkit getroffen ist, hat. Wo man das Horrorkit halt getroffen hat als Link-Kit. Da treibt sich jetzt, glaube ich, dieser zwielichtige Typ rum und will seinen Huhn haben. Ganz klar, mit Menschen kann er nicht viel anfangen. Der findet die voll kacke, hat er gesagt. Das hier ist übrigens mal so, bevor es losgeht, kann ich das auch mal erwähnen. Das ist die größte Sidequest im ganzen Spiel. Hier muss man so viel hin und her laufen. Das wird eine ziemlich lustige Sache. Ey, es ist ja Nacht. Nehmen wir es lieber, wenn es Tag wäre. Oh Gott, ich hoffe nur, dass ich das Ganze irgendwie noch hinbekomme. Das Problem ist, später bekommt man auch noch Items, die ein Zeitlimit haben. Das wird also ziemlich lustig. Falls ihr die Welt ja noch nicht so gut gesehen habt aus Ocarina of Time, jetzt könnt ihr es sehen. Denn jetzt müssen wir überall einmal hin. So ziemlich überall. Das Huhn kräht. Hi, trauriger Typ, der hier rumsitzt. Hallöchen.
Was macht er mit seinen Händen? Hedy, was? Ich dachte, nur ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Ja. Oh, der Schimmelpilz. Yay. So ein frischer Pilz fault sehr schnell, also bring ihn rasch zum Hexenladen in Kakariko. Ich find's schön, dass dieser Pilz so shiny ist. Sieht aus, als wäre er aus Metall. Okay, und ihr seht schon, das ist das erste Timelimit. 3 Minuten. Das wird super. Und nein, ich könnte mich jetzt nicht einfach mit meinem Warpy-Warpy-Lied zum Friedhof warpen, weil wenn man sich wegwarpt, dann ist die Zeit automatisch abgelaufen, was einen dann die Frage zu stellen gibt, warum es die Warp-Lieder dann überhaupt gibt, wenn man damit dann Zeit verschwendet, aber gut. Oder wie lange man damit braucht. Nee, wäre ein bisschen uncool, wenn man die benutzen könnte, dann wäre es ja alles viel zu einfach. Ich sollte mich echt ein bisschen beeilen, ich laufe hier gerade nur ein bisschen eine Scheißroute. Das ist nicht gut, das ist nicht unsere Absicht. Denn wir wollen ein großartiges Schwert haben. Aber erstmal nach Kakariko. Yay. So ein Spaß. Epona! Mach dich bereit, wir ziehen los. Epona, Epona. Danke, Epona. Vielen Dank. Und? Yay. Epona. Stell dich nicht so an. Ich kann auch über die Wurzel hüpfen, dann kannst du das auch. Du hast viel größere Beine als ich. Also mal im Ernst. Buh, Epona. Buh. So, da drüben sind wir schon, Kakrik. Okay, das Zeitlimit ist bei den Sachen wirklich immer sehr fair gesetzt. Also, wenn man kein kompletter Vollidiot ist, dann ist das alles durchaus schaffbar. Das heißt, es könnte ziemlich spannend für mich werden. Ja. Hier hatte ich übrigens als Kind immer das Problem, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wie man in den Hexenladen reingehen kann. Ich wusste es einfach nicht. Deswegen habe ich das hier nie geschafft mit dem Pilz. Gott, ich habe echt lange gebraucht, bis ich zum ersten Mal das richtige Bikorun-Schwert hatte. Aber dann habe ich mich gefreut, weil es voll super ist. Es ist das beste Item im Spiel, würde ich sagen. Ist zwar so gesehen nicht wirklich ein Item, sondern mehr eine Waffe, aber trotzdem. Ich glaube, wenn ich die kleine Tag- und Nachtmelodie spielen würde, dann würde die Zeit auch direkt instant ablaufen. Also sollte ich auch das vermeiden, so gut es geht. Und hier ist der Hexenladen. Magieladen, bis morgen früh geschlossen. Fuck! Fuck, 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 fuck. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Beeil dich, Link. Dann spielen wir die Tag-Nacht-Melodie in der Hoffnung, dass es nicht so viel Zeit kostet. Ich glaube, ich habe das jetzt schon verkackt. Ich habe dann ein ungutes Gefühl bei der Sache. Nee, hier vergeht die Zeit so. Wundervoll, dann habe ich das alles richtig gedacht. Ich bin so schlau. Und jetzt hat der Hexenladen offen. Das Problem an dem Hexenladen ist übrigens die Tatsache, dass wir jetzt nicht direkt zu dem Typ mehr hingehen sollen, sondern da hinten durch. Ich wusste es einfach nicht. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Ja, deswegen habe ich das nie geschafft, aber inzwischen ist das absolut kein Problem für mich. Ich bin ein eiskalter Pro in dem Spiel. Und hier haben wir schon den Hexenladen. Hi! Welch ein seltsamer Duft. Du musst etwas gefunden haben. Ja, das habe ich. Da, ein Pilz. Kann ich die Katze haben? Dieser Taugenichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Okay. Alte Frau, nimm das. Okay. Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Okay. Der Modertrank. Der Modertrank ist bestimmt nützlich. Geh doch mal wieder in die verlorenen Wälder. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Okay. Danke für das Update, alte Frau. Vielen Dank dafür. So, und jetzt kann ich wieder zurückgehen in den Wald. Ist eine sehr spannende Quest. Ich glaube, das schneide ich mal eben. Wir sehen uns jetzt in Kokiridorf wieder. Hier sind wir schon, im Kukiri-Wald. Ist es nicht wundervoll? Es ist so großartig schön. Hier war ich ja absolut noch nie. Gehen wir wieder zu dem Trottel, der im Wald herumhängt und ein bisschen depressiv ist. Trottel, der im Wald rumhängt und depressiv ist. Ich bin unterwegs, Mann. Ich bin unterwegs. Und das nicht wegen dir, sondern weil ich mein Schwert haben will.
Deswegen werde ich dir helfen. Ich mache das nicht für dich. Ich bin nicht der Held der Zeit oder so ein Scheiß. Deine Probleme sind mir egal. Ich mache das ganz allein für mich, okay? Gut. Ey! Ey! Hallo, kleines Kind. Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Oh. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist, ist verdammt. Jeder. Sicher hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Sicher hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Muss ich dir jetzt nicht die Medizin geben? Oh, gut. Er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kein Kokiri ist, ist in diesen Wäldern verloren. Sicher hat er sich inzwischen auch in eine Pflanze verwandelt. Alles, was von ihm übrig blieb, ist diese Säge hier. Was? Die Medizin besteht aus Waldpilzen. Gib sie mir. Okay. Yay, die Säge. Du hast den Modertrank gegen die Säge eingetauscht. Der komische Kerl hat das wohl hier liegen gelassen. Der ist jetzt ein Baum und tot oder so. Trotzdem steht da noch der komische Kerl. Bisschen mehr Respekt, bitte. Wirst auch du dich verwandeln? Ich denke nicht. Noch nicht. Das ist übrigens eine ganz lustige Geschichte. Kann ich jetzt auch, wenn ich mir jetzt eh unterwegs bin, kann ich das mal eben erzählen. Und zwar kennt ihr doch sicher aus Twilight Princess, für alle, die es gespielt haben. Da gibt es ja immer diese Wolfstatuen, von denen man dann ein Lied heulen muss. Und dann, wenn man dann den Wolf findet, da wird man dann in so eine komische andere Dimension geworben. Und da ist so ein Stylephorce, heißt die, genau so ein Stylephorce. Und der bringt einem dann neue Schwertmoves und sowas bei. Laut dem Hyrule Historia Buch, dieses eine, ja, Zelda Buch, das ungefähr genau das ist, wonach es klingt, nämlich so ein Buch, in dem halt alles mögliche über Zelda drin steht. Kam, glaube ich, zum 25-jährigen Jubiläum auch raus, gemeinsam mit vielen anderen Dingen. Ja, in dem Buch steht auf jeden Fall, dass dieser Stylephorce, der einem die Sachen beibringt aus Twilight Princess, genau dieser Held hier ist. Mhm. Das heißt, er hat sich doch zu lange im Wald aufgehalten und wurde zu einem Stylephorce. Das hätte er nicht tun sollen. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Finde ich ziemlich lustig, vor allem weil jetzt dran stand. Vielleicht verwandelst du dich auch, als ob sie schon damals geplant hätten. Es wurde von Anfang an der Plan, dass der Link irgendwann mal noch zu einem tollen Trainer in Stylephorce Gestalt wird. Ja. Ich denke, deswegen könnte sich vielleicht auch die Timeline da an der Stelle aufgeteilt haben, weil vielleicht war Link nicht mehr stark genug, weil er in Stylephorce wurde. Warum denkt darüber niemand nach? Warum sagen die immer nur, er ist bei seiner Mission, die Welt zu retten, gescheitert? Vielleicht ist er ja deswegen gescheitert. Denkt mal darüber nach. Das war soweit meine Ocarina of Time-Kunde. Und hier sind wir in Gerudo-Tal. Da, wo die Gerudos wohnen. Hier müssen wir dann übrigens nach dem nächsten Tempel dann auch hin. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass ich es echt die ganze Zeit über geschafft habe, diesen Ort hier zu meiden. Wir waren hier echt noch nie. Aber ist auch nicht so spannend. Vor allem ist es extrem anstrengend, weil es da so eine Schleichmission gibt. Oh, so schrecklich. Welche übrigens so gesehen auch ein Mini-Dungeon ist. Also gibt es eigentlich 3 Mini-Dungeons. Aber dazu dann später mehr. Ah, ich bin Handwerkermeister. Es waren Gerudos, die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Nein, Mann. Ich habe aber eine Säge für dich. Oh, das ist ja meine Säge! Aber ich dachte, ich hätte sie bei der alten Frau liegen gelassen. Oh, jetzt wird's seltsam. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Bekoron-Schwert. Wir kommen der Sache näher. Du müsstest es nur von einem Goronen reparieren lassen. Ich würde es gegen die Säge eintauschen. Gibst du sie mir? Ja. Guter Junge, vielen Dank. Ich kann dir zwar nichts sehr wertvolles zum Tausch anbieten, aber vielleicht ist das ja okay. Yay, ein kaputtes Schwert. Du hast die Säge gegen ein zerbrochenes Goronenschwert eingetauscht. Besuch damit Bikoron. Ja, werden wir jetzt machen. Mit wir meine ich, ich werde schneiden und dann sehen wir uns bei Bikoron. Weil sonst dauert das allzu lang, wenn ich jetzt den ganzen Weg hier drin lasse immer. Und es ist ja immer dasselbe. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, hier sind wir schon oben bei dem Bikoron, also hier auf dem Todesberg ganz oben. Ja, ich denke, hier sind wir inzwischen schon oft genug hoch. Muss ich nicht immer alles drin lassen und hi, oh Gott. Was ist denn dein Problem, Mann? Mein Bruder, er hat einen neuen Laden. Ja, der hat mir schon ein Scheißschwert verkauft, was sagst du dazu? Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede.
Ich würde sie reparieren. Doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht. In Soras Reich gibt es wundersame Augentropfen. Wende dich an König Sora. Bitte bringe mir die Augentropfen, ja. Du hast Bikoron das zerbrochene Goronenschwert gegeben und dafür ein Rezept erhalten. Geh zu König Sora. Yay. Oh mein Gott, das war zu tief. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns drüben in Soras Reich wieder. Links hoch rechts, links hoch rechts. Ah, ich bin inzwischen bei Soras Reich. Oh meine Fresse, ich muss sagen, diese ganzen Laufwege sind langsam ein bisschen ermüdend, aber hey, wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Wir haben es noch nicht mal fast überstanden. Da kommen doch ein paar Abstecher zu verschiedenen Orten auf uns zu. Yay, ich freue mich ja schon. Aber gehen wir erstmal zu König Sora, den wir natürlich in weiser Voraussicht schon mal aufgetaut haben. Beziehungsweise abgekühlt, weil es ist ja heißes Eis. Ihr wisst schon, heißes Eis, kaltes Feuer, ganz seltsame Geschichte. Ich will nicht näher ins Detail gehen, das verwirrt mich nur. So, hallo du Schwabbel. Was sagst du dazu? Oh, das ist eine, nun, Augentropfen. Nun, wir haben in jedem Fall die erforderlichen Zutaten dafür. Bringt diese Zutaten zum Labor am See. Dort werden die Augentropfen für euch zubereitet. Doch eilt, denn die Zutaten müssen frisch sein. Werdet ihr es schaffen, bevor sie verderben? Ja. Wow, der, oh Gott, ich liebe den Frosch. Froggy. Oh Gott, der ist super. Du hast für das Rezept einen Glotzfrosch erhalten. Ja, der Glotz ist ein bisschen blöd. Schnell, bringe ihn zum Hyljasee, bevor er ihm warm wird. Oh nein! Dem Glotzfrosch darf doch nicht warm werden. Der arme Glotzfrosch. Ah, und jetzt müssen wir zum Hyljasee. Zu der alten Frau im Labor. Ah, was ist eigentlich jetzt die beste Route zum Hyljasee? Weil hier alles eingefroren ist. Wahrscheinlich einfach direkt rüber, ohne Umwege. Ja, bisschen blöd, aber gut, werden wir alles schaffen. Ist alles kein Problem für mich. Au! Zuerst mal muss ich ja wieder zurück auf die Hyljanische Steppe und dann mit dem Bewohner darüber reiten und dann haben wir es, glaube ich, fast geschafft. Ich bin mir jetzt unsicher, ob nach dem Frosch jetzt überhaupt noch dann eine Anlaufstation kommt oder ob das dann jetzt wirklich schon das Letzte ist. Aber ich glaube und hoffe, dass wir dann, nachdem wir beim Labor am Hyljansee waren, dass wir dann direkt die Augentropfen haben und dann kann der gute Bikoron uns unser Bikoron-Schwert machen. Das ist zumindest mein Plan. Ich hoffe mal, dass es so war. Bin mir aber unsicher. Ah, mal schauen. Wir werden es sehen. Hoffentlich. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt verkacken würde? Ich glaube, da hätte ich das Rezept wieder, oder? Hoffe ich doch. Alles andere wäre ziemlich unfair. Dann stellt euch mal vor, ich müsste die ganze Scheiße wieder von vorn machen. Boah, würde mich das anpissen. Das wäre eine halbe Stunde fast für nichts. Das wäre uncool Spiel. Deswegen sollten wir es jetzt schaffen. Ich will es nicht herausfordern. Ich denke, ich muss da nur das mit dem Glotzfrosch nochmal neu machen. Oder müsste ich dann? Aber das will ich nicht. Ich will es jetzt schaffen. Los, Epona. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben Shits to do. Ja. Fuck, die Zeit ist echt knapp. Die ist wirklich, wirklich knapp bemessen. Obwohl, wir haben jetzt schon die Hälfte. Trotzdem, es gefällt mir nicht. Ist mir zu knapp? Finde ich nicht gut. Du Kackgeist, für dich habe ich jetzt keine Zeit, auch wenn ich dich fangen müsste für die blöde Flasche. Boah, darauf habe ich auch überhaupt keine Lust. Weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen werde. Das ist so eine dumme Quest. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber erstmal darüber. Hey, den Weg bin ich auch noch gar nicht zum Hyljasee gegangen. Wobei das eigentlich der übliche Weg ist, den man zum Hyljasee immer nimmt. Also hier rüber. Man kann es auch zu Fuß gehen, aber mit dem Epona ist es doch ein Stückchen cooler und schneller. Und schon sind wir am Hyljasee. Krass, oder? Ja, ich weiß schon. Es ist schon ein ziemlich harter Scheiß. So, alte Frau im Labor. Ich bin da, und zwar pünktlich. Jetzt lass mich nicht im Stich, indem du schläfst oder so eine Scheiße. Boah, wenn du jetzt schläfst. Wenn du jetzt... Okay, gut. Gut, gut. Hallo, ich habe einen Glotzfrosch für dich. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hyljasee mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakarikos Hexenladen, gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt.
Oh Gott, wie sie schaut. Oh, was ist das? Oh, wow. Ich habe keine Glotzfrosch mehr gesehen, seit Soras Reich vom Eis überzogen wurde. Diese Augen schmecken göttlich. Endlich kann ich mal wieder gebratene Augäpfel in Sahnesoße essen. Okay. Großartig, richte König Sora meinen Dank aus. Bitte, was willst du? Du willst, dass ich Augentropfen für Bikoron herstelle? Oh, wie außerordentlich schade. Das hättest du gleich sagen sollen. Warum? Wo ist das Problem? Was ist das Problem? Du kannst mir auch jetzt die scheiß Augentropfen geben, oder? Bitte sehr. Diese Medizin ist nicht lange haltbar. Oh shit. Eile so schnell wie möglich zu den Goronen. Du bist ja noch jung und hast flinke Beine. Shit, ich wollte jetzt... Oh, das ist eine schöne Flasche. Ich wollte jetzt eigentlich schauen, was sich da in diesem komischen Aquariumteil befindet, aber wir haben keine Zeit dafür. Du hast für den Glotzfrosch die Augentropfen erhalten und bringe sie zu Bikoron, bevor sie ihre Wirkung verlieren. 4 Minuten. Okay. Das wird Hardcore. Aber ich bin bereit dafür. Shit. Schon haben wir... Okay, und schon haben wir die ersten 10 Sekunden nahezu komplett verschwendet. Das war großartig. Jetzt haben wir Eilung, Epona. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt den ganzen Weg zum Todesberg hoch. Was ungefähr genau am anderen Ende der Weltkarte hier ist. Aber gut. Ich bin bereit, mich der Herausforderung zu stellen. Ich muss dafür bereit sein. Ich habe keine andere Wahl. Ich will das verkackte Bikoron-Schwert und das wird mir niemand mehr nehmen jetzt. Ich bin auf einem Siegeszug. Niemand hält mich mehr auf. Niemand! Nicht mal du. Du erst recht nicht. Ja. Frag mich, wie lang der Part am Ende wird. Weil das zieht sich jetzt echt ganz schön... Fucking Epona! Zieht sich jetzt echt ganz schön in die Länge. War das jetzt echt nötig? Musstest du jetzt vor dem Zaun stehen bleiben? Konntest du da nicht drüber springen? Wäre das zu viel verlangt gewesen? Epona... Ich fürchte ja. Es enttäuscht mich sehr, sehr stark. Oh Gott, mir fällt auch gerade auf, dass wir dann, bevor wir zu Bikoron hoch können, dann gibt es dann noch die Scheißwand mit dem blöden Skulltulas dran. Gott, ich hoffe, das schaffe ich schnell genug. Wenn man lässt sich überlegen, könnte ich da nicht auch über den Tod, über dieses Lavateil? Nein, das wäre zu umständlich. Oder? Ja, das wäre zu umständlich. Nein, wir müssen den klassischen Weg gehen. Aber ich habe jetzt noch 2,5 Minuten. Ich denke, das schaffe ich. Und wenn nicht, dann bin ich sehr enttäuscht und traurig. Vielleicht weine ich dann ein bisschen. Das werdet ihr ja nicht mitbekommen. Schneide ich dann nämlich raus, falls es zu weit kommt. So. Aber jetzt wird's spannend, Leute. Es wird spannend. Die finale Hürde, glaube ich zumindest. Ich glaube, danach muss ich jetzt nirgendwo mehr hin. Reicht jetzt aber auch wirklich. Ich bin jetzt genug durch die ganze Weltkarte gelaufen. Ich möchte bitte mein Schwert haben. Das habe ich mir jetzt verdient. Sobald ich pünktlich oben angekommen bin. Dann habe ich es mir verdient. Davor natürlich nicht, das ist ja ganz klar. Aber danach will ich nicht noch weiter umhergeschickt werden. Es reicht langsam. Ich bin der legendäre Held der Zeit und nicht irgendein Pizzabote oder so. Hört auf, mich durch die Weltgeschichte zu schicken. Uncoole Sache. Und ich hasse diesen Stein. Ich weiß einfach nicht, wie ich dem ausweichen soll. Ich weiß es einfach nicht. Okay, dann müsste ich, glaube ich, davor stehen bleiben, aber es würde dann nur Zeit kosten. Und ich habe gerade keine Zeit, falls euch aufgefallen ist. Ich darf keine Zeit verlieren, das wäre schlimm. Oh shit, die Zeit ist mir jetzt echt ein bisschen zu knapp. Oh, uncool. 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 Ich darf jetzt nur nicht da in dieses blöde Loch fallen und zu der Kuh. Das wäre mein Untergang. Okay, sieht soweit alles ganz gut aus. Und jetzt legen wir mal eben den Rückwärtsgang ein, um ein bisschen Zeit zu sparen. Oh, das war eine clevere Sache. Oh yeah. Richtig clever. Ich raste aus vor lauter Smartheit. Gut, jetzt kommt gleich so ein fucking Fuck-Fuck runtergesprungen. Fucking Fuck-Fuck, geh weg. Genau, den habe ich gemeint. Oh Gott, die Skulltulas. Okay, Nummer 1 und... Oh, die Zeit wird knapp. Fuck! Okay. Shit. Shit. Das ist jetzt echt knapp. Ich hasse es mit diesen Skulltulas. Wenn die nicht da wären, ist alles kein Problem. Alter, ist das zu knapp. Oh Gott. Ich will kein blödes Fotofinish haben. Link, beeil dich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hallo, Bikoron. Hallo, mein Großer.
Alter, du bist echt groß. Nimm die Augentropfen. Oh Gott, geklappt. Du bringst die Augentropfen. Du bist meine Rettung. Ich werde sie gleich ausprobieren. Ganz seltsame Szene. Wow! Unglaublich! Grandios! Ich kann wieder sehen! Endlich kann ich wieder schmieden! Hier, nimm dies und schau in ein paar Tagen wieder vorbei. Noch einige Tage. Gut Ding will Weile haben. Gedulde dich noch. Oh, wir haben es gleich geschafft, Leute. Bikoruns Schwert! Du hast dein Zertifikat erhalten. Hoffentlich ist das Schwert bald wieder repariert. Na gut, dann wollen wir mal ein bisschen Zeit sparen, ein bisschen abkürzen. Dafür haben wir die Tag-Nacht-Hymne gelernt. Hymne der Sonne mache ich natürlich. Genau dafür. Ein paar Tage hat er gesagt. Ey, wie sieht's aus mit dem Schwert? Nein, noch immer nicht. Das ist doch nicht fertig. Du bist sehr ungeduldig. Ey. Unfair. Ich will doch nur mein Schwert haben. Lass mich doch bitte nicht warten. Vor allem so auf dieses verdammte Lied spielen. Es geht mir jetzt schon richtig hart auf die Nerven. Und wusch, es ist Nacht. Okay. Dann nochmal. Dabei will ich doch nur mein Mikro-Rund-Schwert. Mehr will ich doch nicht. Werde wieder Tag. Wundervoll. Ey, Meister, wie sieht's aus? Nein, noch immer nicht. Oh, Alter. Alter. Lass mich hier nicht warten, Mann. Lass mich nicht wie ein Idioten dastehen, bitte. Tu mir das nicht an, Mann. Tu mir das nicht an. Es ist wieder Nacht. Dann machen wir es wieder Tag und dann versuchen wir es auf ein neues, weil wir ja nichts Besseres zu tun haben. Himmel der Sonne! Okay, wie sieht's jetzt aus? Hier ist es! Endlich! Yeah! Das Bikorun-Schwert! Du hast das Zertifikat gegen das Bikorun-Schwert eingetauscht. Diese Klinge ist unzerbrechlich! Oh ja, das ist sie wirklich. Und das ist die coolste Waffe im Spiel. Das bedeutet, verabschiedet euch vom Masterschwert, ich werde es nie wieder verwenden. Jetzt zeige ich das Bikorun-Schwert. Alter. Das ist so stark. Das freut mich jetzt ein bisschen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt in diesem Part auch noch eine kleine Kleinigkeit, bevor wir den beenden. Und zwar, links, rechts, rechts, links, rechts, runter. Okay. Links, rechts, rechts, links, rechts, runter. Wir warpen uns mal eben gleich wieder zu dem Tempel, den wir jetzt im nächsten Part anfangen werden. Zum Friedhof! Zum Friedhof! Whee! Bezaubernd. Absolut bezaubernd. Also gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, dieser grandiose Tempel da drin fängt im nächsten Part an. Das wird spannend und ziemlich schaurig. Der ist voll mit Zombies und Geistern und all so ein Shit. Ich hätte Angst an eurer Stelle. Bis zum nächsten Part. Gute Nacht.